Und hallo Leute, da sind wir auch schon wieder bei Lego Star Wars und wir suchen uns jetzt mal irgendeinen netten Typen aus. Na okay, wir haben jetzt eigentlich nur rein rumgetauscht. Ist ja auch wurscht, denn wir spielen eh die Story weiter bei Nummer 5 diesmal sogar schon. Also wir sind relativ schnell fortgeschritten und sind jetzt bei dem Ende der Jedi. Hoffentlich dauert es nicht ganz so lange wie die letzte Episode, denn das war eindeutig die längste Episode, die wir je aufgenommen haben. Da sind wir schon die Tante. Meister Yoda und Meister Obi-Wan. Ey, Yoda sah gerade irgendwie richtig geil aus. Wie so ein Behinderter da und jetzt. Oh mein Gott, Klone haben sich verkleidet als Jedis. Keine Ahnung, was es jetzt sollte. Wir haben einfach an jedem gewackelt. Das finde ich eigentlich auch relativ cool, dass man hier einfach so lang latschen kann. Ohne dass die Typen einen bemerken. Oh mein Gott, seid ihr blöd. Oh mein Gott, scheiße, da oben sind ja auch welche. Aber diese Clone-Trooper sehen ziemlich geil aus, muss ich sagen. Also die verkleidet mit Jedi-Robe, deswegen spiele ich auch relativ gerne. Weil so ist ja doch ein Klone, sonst im Gegensatz eher selten. Und das hier ist eigentlich noch relativ harmlos. Im Gegensatz zu dem, was im ganzen Film abläuft. Denn die Filme sind wirklich sehr zu empfehlen. Okay, außer jetzt für Leute, die denen es nur um die Action geht. Den empfehle ich Episode 3 auf jeden Fall. Episode 1 eher nicht, aber Episode 2 auch. Denn das sind meiner Meinung nach die besten zwei Episoden. Denn Episode 4, 5 und 6 sind für Action-Fans für eine A, aber für Fans, die allgemein von Star Wars sind, die dann natürlich auch toll. Also ich hab nichts gegen diese drei Episoden. Ich finde die auch nicht schlecht. Ich habe mich jetzt auch gefragt, wieso wir an jedem geschüttelt haben. Ist ja wurscht. So, und wir nehmen mal kurz die Türen auseinander. Und das wissen die meisten auch nicht. Die machen einfach die Türen auf und denken sich dann, da ist ja gar nichts drin, aber dabei ist da Fettkohle drin. Und wir haben jetzt schon so ein Drittel voll. Also, das ist auf jeden Fall sehr, sehr gut. Da drüben sind jetzt noch ein paar Klone, die... Oh, Alter, wie wurde denn der Jedi-Tempel bitte zerstört? Geht da ja mal gar nicht hier. Egal, wir bauen zusammen, was zusammen zu bauen geht. Auch wenn das nicht das Logischste ist. Oh, verdammt. Einer ist übrig geblieben. Nicht mehr lange. Stirb. Und du bitte schieß schon mal auf uns. Ich wollte mal Reflex wieder machen. Dann nicht. Moment. Ja, sorry, oder egal. Machen das große Viech erstmal weg, damit wir gleich angegriffen werden von diesem merkwürdigen Viech. Die einen zwar angreifen, man sie aber selber auch nicht spielen kann. Egal, stellen wir das da drüben hin, denn das gibt nämlich auch nochmal viel Kohle. Die meisten, wie gesagt, laufen einfach daran vorbei, die Story schnell durchhaben wollen. Ja, aber wir wollen natürlich, auch wenn es ein Let's Play ist, Leute, es ist kein Walkthrough. Wir spielen es einfach, ne? Ich kann das auch in mehrere Episoden unterteilen, aber das ist dann immer so unschön, wenn man ein Level in mehrere Episoden unterteilt. Oh mein Gott! Egal. Wir haben unser Geld wiederbekommen.
So, fehlt uns hier drüben noch was? Nein, die sollen ganz oder so halb. Je nachdem, fragt sich, wie der Jedi-Tempel überhaupt noch sein Gerüst halten kann. Ich frage mich auch übrigens, was mit dem Jedi-Tempel passiert ist nach den ganzen, ne? Ah. Tatsache. Nach den ganzen Begebenheiten und so, nachdem es die Jedi sozusagen offiziell nicht mehr gibt. Nein, du wirst uns töten. Egal, dafür gehen beide gleichzeitig drauf. Und wir machen mal ein bisschen was mit der Pizza. Und denken uns so, YOLO, guck mal, die Pizza kann fliegen. Das denken wir uns auch mit diesem Pizzakarton. Denn der Typ dachte sich so, YOLO, ich lass meine Pizza auf dem Boden liegen. Die dachten sich dann so, wir picknicken mal kurz. Wir haben eben gerade so ganz viele Jedis getötet. Und jetzt machen wir einfach mal so ein bisschen Geld in unsere Kaffeetassen rein. Ach, das Geld. Da ist also das Trinkgeld für den Boten hin. Auf der Pizza. Mann, sind wir blöd. Stimmt, ja. Wieso habt ihr das eigentlich in den Pizzakarton reingemacht? Die kriegt der Bote doch nicht zurück. Ey, Leute. Ihr müsst doch auch mal nachdenken. Na, egal. So. Na, Yoda, was sagst du dazu? Naja, die Pizzakartons haben eine sehr eckige Form. Das ist schön. Schön für dich. So. Und wir haben ein weiteres Mini-Kit. Ja, ja, ein Mini. Ja, halt die Fresse, Yoda. So. Wir wollen ja nicht anfangen, schizophren zu werden. Auch wenn das immer ganz lustig sein kann. Und unterhaltsam. Ja, ja, du hättest besser aufpassen müssen, mein Freund. Schizophren sein ist gut und da kriegst du deinen Tausender zurück, mein Junge. Bist du Gott oder sowas, Yoda? Ja, ja. Siehst du, ich kann die Macht benutzen. Das kann ich auch. Ich bin stärker als du, Leckens. Oh mein Gott. Wir waren so kurz davor, da runter zu springen. Ja. Und geile Aktion, Yoda. Da stehen erstmal drei Klone vor dir. Das erste, was du machst, ich drehe mich um. Da ist die Hauptfrage auch nicht wieso, sondern wieso nicht? Na, brauchen wir die Teile noch? Nein, wieso kann man die dann nicht zerstören? Wow. Sinnvollste Funktion ever. Nein, das war eine schlechte Idee. Egal, wir wollen unser Medikit bekommen und denken uns jetzt so, YOLO, und sterben extra nochmal. Obi-Wan, vielleicht solltest du das machen. Wir haben unglaubliche, keine Ahnung, wie viele Tausender, wie viel wir verloren haben. Das ist mir aber gerade im Augenblick egal. Auf jeden Fall scheint es viel zu sein, da wir eben gerade schon fast voll waren, aber jetzt auf einmal wieder nicht. Und da sieht man einmal wieder, die Intelligenz der Klone ist niedriger als die der Droiden. Auch wenn die Droiden im dritten Teil auch nicht so sonderlich gut waren. Und so ein paar Bugs sehen wir hier auch halt immer noch. Naja. Egal, jumpen wir hier mal hoch, ne, Meister Yoda? Naja. Vorzüglich. Bist du jetzt Angela Merkel? Nein, das bin ich. Und wir glitschen hier wieder hoch. Denken uns, YOLO, wir haben 4 von 10 Minikits. Das sind 4 Zehntel. Unglaublich, aber... ich rechne Genie. Kann man auch als 2/5 sehen. Wehe, diese Tür geht jetzt nicht auf, ey. Das wäre so bescheuert, wenn die das falsch gepatcht haben. Anscheinend war Yoda etwas geistesgestört.
Nein, das spiele ich nicht. Doch, wieso hast du die Tür nicht aufgemacht? Ja. Ultimative Prüfung für dein Gehirn. Bist du Dr. Kukasawashi? Nein. Wie heißt der Typ nochmal? Dieser Typ mit diesen chinesischen Rätselleveln oder weiß ich was. Davon gab es irgendwie zwei. Also Dr. Fukushima war es nicht. Okazaki war es auch nicht. Das hatten wir gerade als Bio im Test. In Bio als Test. Ja, genau. Verdammt. Egal, dazu brauchen wir die 1. Die Macht eines Sith. Oh mein Gott. Wir haben es gerade voll bekommen. Aber die denken sich so, ja, wir töten dich nochmal, damit du gleich 2000 wieder verlierst. Aber das macht uns gar nichts, denn wir springen erstmal rein und töten dabei keinen und verlieren dabei 2 Lebenspunkte. Die holen wir uns jetzt aber auch schnell wieder zurück. Manchmal denke ich mir auch wirklich, wie man manche Sachen lösen soll. So. Zerstört. Hallo. Hallo, guten Tag. Wie geht es euch? Ja! Dankeschön. Ich hätte euch zwar schon, weiß ich, wie oft getötet. Ah, dankeschön, dass ich jetzt gar keinen Gewinn gemacht habe, obwohl ich wieder was zerstört habe. Und wir haben einen unglaublichen Gewinn von 230 Punkten. Und latschen wir mal wieder hier rein. Hier gibt es auch sehr viele Minikits. Ich glaube, das können wir sogar so bekommen, indem wir darüber springen. Dann kommen wir allerdings nicht mehr zurück. Doch! Geil, ich habe die Idee. Okay, wir springen jetzt darüber. Brauchen noch nicht mal einen Druiden. Dann wechseln wir einfach mit F2 zu einem anderen. Loggen uns aus. Dann kommt der andere automatisch, wenn wir durch die nächste Tür gehen, wieder rein. Aber dazu müssen wir natürlich erstmal die Tür öffnen oder gucken, wie wir die Tür öffnen können. Ich glaube, am besten auch erstmal gucken, wie wir die Tür öffnen können. Komm schon! Oh, verdammt. Und wir brauchen wieder einen Mann namens Jar Jar Binks. Ja, wir schieben so ein paar Bücher raus. Ist doch cool in der Bibliothek, ne? So, Geld interessiert uns nicht. Wir wollen nur da hoch. Wieder ein so krasser Soundfehler. Egal. Jetzt müssen wir noch diese Türen öffnen. Wieso das auch so langartig gemacht werden muss? Und da ist die Tür freigemacht. Vielen Dank. Aber wir wollen dann uns natürlich unser Minikettchen gehen lassen. Jetzt haben wir die Hälfte. Unglaublich. Jetzt müssen wir erstmal gucken, ob wir überhaupt auf die andere Seite raufkommen. So, da könnten wir theoretisch auch, hätten wir auch noch raufgekommen. Ich glaube, da hätte es auch nochmal was gegeben. Oh ja, und wie es da was gibt. So, mein Meister. Nein. Sie können auch nicht viel höher springen. Egal. Ladidadidu. Und da kommen wir nicht lang. Nice. Das war's. Egal. Das war's mit dem. Oh nein. Oh nein. Ich werde euch als Yoda besiegen, aber Yoda ist sowas von unartig zu spielen. Imperator und Darth Maul sind viel, viel besser. Mann, schlag ihn doch endlich. Das bringt nichts, wenn du weißt, wie viele Minuten da vor ihm rumstehst. Das Blöde ist, dass ich auch nicht im Springen zu Obi-Wan wechseln kann. Danke, Yoda. Hab noch nicht mal eine Ahnung, wieso ich da überhaupt gerade hochgesprungen bin. Hat sowas von gar keinen Sinn gerade gemacht. Jetzt gucken wir uns was Tolles an. Und jetzt sehen wir, wie Anakin schlägt die Dead.
Was allerdings sehr unlogisch ist, da Shakti an sofort die Stimme noch da ist. Nein. So. Und traurig aber wir sind fertig. Haben den super Detail voll. Und sind kurz davor, Episode 4 freizuschalten. So, Lego-Steine haben wir auch schon richtig viele jetzt. Und ja, was ist noch so? 5 Minikits haben wir gesammelt. Und kriegen somit einen halben ARC-Fighter. Sieht auch gar nicht mal so schlecht aus. So Leute, das war's dann. Bis zum nächsten Mal.